Guten Morgen. Morgen! Willkommen zum neuen Video. Ein neuer Tag ist angebrochen auf unserer Kalifornien-Rundreise. Heute sind wir, wie gesagt, in Santa Clara und direkt neben uns ist hier das California's Great America, ein Amusement Park, Freizeitpark der Cedar Fair Gruppe. Da gibt es heute für uns 11 ganze Achterbahnen zu fahren, mehr oder weniger. Und ja, Alex, freust du dich? Ja. Ja. Bin sehr gespannt. Wir müssen aber jetzt erstmal noch mal ein bisschen, so 20 Minuten gehen. Der Park ist zwar direkt hier neben, aber... Wir sind am anderen Ende und der Eingang ist auf der anderen Seite. Dann müssen wir jetzt mal so eine Meile gehen, ganz gemütlich. Dafür können wir das Auto am Hotel stehen lassen. Ja, da müssen wir heute nicht mit dem Auto dahin fahren. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder in diesem, ob er schön ist, weiß ich, in diesem Park auf jeden Fall. Wir gehen ja die ganze Zeit neben dem Park hierher. Nochmal kurze Meldung, bevor wir da sind. Man hört schon die Achterbahn sich warm fahren nebenan. Ich höre, glaube ich, die eine Holzachterbahn. Die eine? Zwei Holzachterbahnen jetzt hier. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob es Gold Striker ist oder... Gold Striker ist, glaube ich, in der Nähe vom Eingang. Ja, dann ist es eher die ältere Bahn hier. Ah, wird gut werden. Ich habe ein gutes Gefühl. Lass uns überraschen. Ja. Da hinten könnt ihr das Levi's Stadium sehen, wo die San Francisco 49ers ihre Heimspiele austragen in der National Football League. Liegt direkt neben dem Freizeitpark mit einem riesen Parkplatz davor. So, stehen wir kurz vor der Sicherheitskontrolle hier am Parkeingang und gerade lief hier die Star Spangled Banner, die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist bei jedem Freizeitpark hier so, dass sie kurz vor Öffnung, ein Minütchen davor, wird dann hier die Nationalhymne gespielt. Aber ich muss sagen, haben nicht viele Parker mitgemacht. Hätte ich mehr Patriotismus bei den Amerikanern erwartet. Aber scheinbar ist das auch wieder nur so eine Urban Myth, dass wir alle dann stramm stehen und die Hand aufs Herz legen. Vielleicht aber stark. Ja. Aber wir machen jetzt erstmal Security-Check und dann sehen wir uns gleich im Park. So, jetzt haben wir schon mal in den Park geschafft hier. Ich werde gleich ein großes Karussell anfangen. Ja. Jetzt müssen wir erstmal nur noch den Stand finden, wo wir unsere Fastlane-Wristbands bekommen. Das stimmt. Und mal gucken, wie man hier auch ein Foto machen kann. Ja, naja, schauen wir mal. So, jetzt haben wir beide unsere Fastlane-Wristbands bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt einfach hier direkt in den Shop hier am Eingang reingegangen. Also ihr könnt die wohl eigentlich auch direkt beim Eingang kriegen. Aber wir haben es halt nicht gewusst und haben das nicht gezeigt. Geht aber auch in den Merch-Store direkt nebenan. In den Shop geht das auch. So, Alex, was machen wir denn jetzt als erstes? Klöchen. Aufs Klo. Pipi-Club. Okay, dann machen wir das als erstes. Nachdem wir jetzt uns erleichtert haben oder was zu trinken aus dem Automaten gezogen haben, gehen wir jetzt erstmal ein wenig durch den Park hier vom Eingang weg. Hier stehen schon gleich zwei Highlights. Einmal hier Gold Striker, der GCI Woody, ist richtig, ne? Ja, genau, Great Coaster, ist ein kleiner Schein. Und hinter uns ist ein B&M Inverter. Nein. Ist das nicht der Inverter? Nein, es ist kein Inverter. Dann ist es die andere B&M Flawless Bahn. Ja, ich habe nur die Schienen von B&M gesehen. Dachte, es wäre der Inverter. Egal. Also, ein bisschen komisch, wenn der so invertet. B&M ist es trotzdem, aber der Flawless Coaster. Es gibt aber noch einen B&M Inverter, so wie die Black Mamba. Also nicht die gleiche Strecke, aber ähnlich aufgebaut. Steht auch irgendwo dahinter. Ja. Aber wir dachten, wir lassen die erstmal weg. Wir haben ja das Fastlane, machen die wieder nachher. Ja? Und gehen jetzt mal ein bisschen weiter durch den Park hier und hinten mal zu gucken. Genau, machen uns erstmal so ein Bild vom Park. Ja, aber ich weiß, was die Alex nachher unbedingt machen möchte, und zwar den Slingshot. schön eingehakt, dann so schwingt man da frei durch die Luft. Ne, ich glaube nicht, ne? Absolut. Was natürlich auch in keinem guten amerikanischen Freizeitpark fehlen darf, ist natürlich Starbucks. Und der Panda Express, so ein Chinese Fastfood-Laden, war ich noch nie drin. Hast du schon mal? Oh,
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Keine Ahnung. Egal, was ich, müssen eh mal gucken, wo wir nachher was essen gehen. Da ist noch eine Bühne aufgebaut. Wirkt bis jetzt ganz cool, der Park. Gefällt mir schon wesentlich besser als gestern hier Six Flags Discovery Kingdom am Anfang. Oh, da hinten ist hier die Single Rail Achterbahn. Der Railblazer. Die wird bestimmt interessant. Ja, eine Monorail quasi als Achterbahn. Ja. Da hinten. Da sitzt man nur hintereinander, nicht nebeneinander. Bin sehr gespannt. Was bei anderen irgendwo vor einem Gebäude als Kunstwerk steht, ist hier fahrbar. Ja, genau. Hier ist es fahrbar. Das sage ich, das sieht aus wie ein Kunstwerk. Ja, ne? Ja. Mal gucken, ob wir das gleich fahren. Dann fahren wir jetzt als erstes Berserker. Eine Bahn, die immer im Kreis geht. Aber ist kein Endloszug. Ist ein Grauzone-Count. Aber nehmen wir natürlich mit, wenn wir hier sind. So, jetzt sind wir Berserker gefahren. Ja, Achterbahn mehr oder weniger, fährt immer nur im Kreis. Ist ein Powered Coaster. Ja, war ja lustig. Das ist Grauzone. Wie so eine Berg- und Talbahn. Ja, Spaß gemacht. So, Alex, was machen wir denn als nächstes? Gute Frage. Wir stehen ja bei The Demon hier, bei der komischen. Wenn wir Demon fahren? Ist ja diese komische Looping-Achterbahn, ne? Machen wir die. Machen wir die jetzt als nächstes. Gebändigt hier, ne? Ja. Wie hat es dir in die Bahn gefallen, Alex? Ja, bis auf das Kreischen hinter uns in der Reihe war super eigentlich. Ja, hinter ne? uns saßen zwei Kinder, waren das Kinder oder? Nee, war eine Mutter oder. Ja. Das war auf jeden Fall auch ein Erwachsener. Ja. Die fingen schon an zu kreischen, wo wir schon auf dem Top vom Lifthill waren und dann geht es nochmal eine Kurve. Da haben die schon geschrien, als wenn es keinen Abend gibt oder morgen. Ja, das war so eine ganz klassische Doppel-Looping-Doppelschraube-Bahn. Ja, Python im Heidepark zum Beispiel. Ja, also quasi irgendwie ein bisschen gespiegelt. Nee. Python Efteling. Wie, ja. Oder Limit halt im Heidepark. Nee. Big Loop. Big Loop. Wir kommen, ja. Profis sind wir. Wir kennen uns damit nicht auch. Nee. Ja, war okay, war ein schöner Einstieg jetzt hier. Ja. So, gehen wir mal weiter hinten durch den Park, ne? Da steht noch so eine alte Holzachterbahn. Und der Flughafen ist auch nicht weit. Wir starten schon die Flugzeuge drüber. Das stimmt. Ja, die Alex steht noch da vorne an, muss so wie essen und warten. Funktioniert folgendermaßen, man muss da an so einem Terminal an so einem Bildschirm bestellen, kriegt dann so einen Zettel ausgedruckt. Und dann geht man zu den jeweiligen Ständen, wo wir, also ich musste zum Burgerstand, Alex steht am Chicken-Stand an, gibt da seine Rechnung ab und dann kriegt man sein Essen frisch gemacht und setzt sich dann an irgendeiner dieser vielen Plätze hier und isst dann. Aber ich warte jetzt noch auf die Alex, bis sie da ist. Man wird erstmal getestet. Ich habe mir einen Cheeseburger einfach bestellt. Und was die Alex zu essen hat, das sagt sie euch gleich selbst. So, die Alex hat jetzt auch ihr Frühstück bekommen. Frisch zubereitet. Drei Chicken Tenders und ein Ranch Dressing. Mhm. Guten Appetit. Danke.
Jetzt haben wir mal gegessen. Ich hatte einen Cheeseburger. Der war relativ frisch. Der war frisch gemacht, nicht relativ. Der war frisch. Fehlte vielleicht ein bisschen Ketchup, war aber trotzdem nicht trocken. Zwiebel hat ordentlich reingehauen. Ich habe mich ja gefragt, ob du was Ketchup haben. Ja, war okay. Ja, war lecker. Gab ja Ketchup da. War schon lecker. Alex, wie waren denn deine Chicken Stripes? Ja, die waren auch sehr frisch gemacht. Ich musste 10 bis 15 Minuten warten. Ja, leider, ja. Aber ich mein Gott. Wirklich, ich glaube, die waren richtig frisch gemacht. Ja. Und da turnt einer oben rum. Das ist nicht gut. Ja, heute, der Woody hat neben uns nämlich gerade eine Downtime. Ja. Da oben spaziert einer. Ja, war sehr lecker. Ja. Freut mich. Oh. Gut. Gutes Frühstück. Ja. Solide Wahl. Jetzt können wir weiter an den Counter arbeiten. Ja. Genau. Alter, was mir bis jetzt auffällt, ich finde, der Park ist sehr sauber. Absolut sauber. Die Toiletten sind sehr gut gepflegt. Viel, viel besser als gestern. Six Flags, ja. So, wir wollen jetzt aber counten. Und Alex hat vorgeschlagen, dass wir die wilde Maus noch machen, die Psycho-Maus. Vielleicht wäre es der nächste Count, der aufhört. Ja. Zwei Sachen sind gerade down, der Disco-Coaster und der andere alte Riesen. Ja, um den Disco-Coaster ist es auch nicht so schade, dass der... Okay, ja, hier steht irgendwie random mal so ein Bär mitten auf so einem Platz. Ja. Im Kinderland hier, wo die ganzen Spielbuden sind, wo sie dir das Geld nochmal aus der Tasche ziehen. Ja, es gibt hier auch eine Seilbahn im Park. Ob wir die machen, wissen wir aber noch nicht. Aber wir wollten ja als erstes die Psycho-Maus machen. Genau. Alex, wie hat dir denn die Psycho-Maus gefallen? Ja, lustig, ne? Irgendwie. Ja, schöne Kirmes, für gebankte Kurven gab es da auch zwischendurch. Eigentlich sehr ungewöhnlich, also nicht oben bei diesem, ne, hin und her. Aber halt, lustig fand ich die Operations auch. Ja, die war eine Katastrophe. Immer nur eine Chaise auf der Strecke. Die anderen mussten warten, bis genau. Immer erst, wenn der Wagen wieder in der Schlussbremse war, durfte der nächste durch. Ja. Das heißt, die hatten mal vier in der Station hintereinander und zwei oder drei auf der Schlussbremse. Deswegen war da auch bei 40 Minuten oder plus Wartezeit, weil immer nur ein Zug auf der Strecke war. Also das hier wäre auf der Kirmes, wo hier 60 Minuten angeschlagen ist. Ja. 10, 15 Minuten, weil zack, 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 die wollten ja Geld verdienen, aber hier nicht. Müssen sie ja auch nicht, den Eintritt haben sie ja schon. Die verdienen halt Geld damit durch die Fastpass. Ja, gut, den Count haben wir jetzt geschafft. Genau. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen, es wird laut hier. Also gibt hier nicht nur den Thrill Park, also den Attraction Park, sondern es gibt auch noch einen Waterpark nebenan, wo man auch noch rutschen kann, schwimmen kann, alles Mögliche. Ne? Machen wir jetzt nicht. Wir sind hier nur für die Achterbahn. Ja, und Snoopy. Und für Snoopy. Alex mag Snoopy. Hab er noch gar nicht mitbekommen. Ne? Ein Lost Count. Lucy, Krabbies, Cabbies dürfen leider nicht fahren. Ich glaube, die Eltern finden das, glaube ich, spooky, wenn wir die fragen, ob wir ihr Kind ausleihen dürfen. Genau, Erwachsene dürfen das nur fahren, wenn sie ein Kind dabei haben. Hm. Schade. Ja, naja. Kann man nichts machen. Dann zum nächsten. Ja, ein Count weg, egal. Alex als Snoopy. Ja, ist er nicht goldig? Aber
findest du nicht auch, dass irgendwie der Snoopy da oben auf dem Schild von Spike's Churros ein bisschen gekifft aussieht? Ah, ein bisschen schon. Sehr relaxed auf jeden Fall. Ja, sehr entspannt. Man muss dazu sagen, hier geht es, also hier ist das verboten, aber in ganz Kalifornien ist es halt legal, Marihuana zu rauchen. Und teilweise, wenn man durch die Stadt geht, ist das schon echt nervig. Es riecht. Alex? Ja? Ich bin ein wenig untercoastert gerade irgendwie. Ja, also Patriot hat den Eingang auf der anderen Seite. Ja. Ich denke, wir machen erstmal den Wörter, also den wirklichen Wörter. Ja, ich habe mich vertan, ich weiß. Da fahren wir die echten BMW-Wörter. Also man hängt unter der Schiene quasi. So wie die Black Mamba im Phantatalland. Gleicher Hersteller. Wagen sehen ziemlich ähnlich aus, natürlich anders thematisiert. Aber das machen wir jetzt. Und hier läuft immer wieder mal bekannte Musik, Shandy. Ja. Jetzt sind wir gerade hier Flight Deck gefahren, den BMW-Werter und Alex, wie hat der den gefallen? Ich fand den gut, vor allem die letzte Schraube da hinten. War ein ganz gutes Layout. Ja, also hat zwar cool. Ein bisschen gerappelt, aber es war nicht schlimm. Sehr laut. Bei der ersten Helix, die hat ziemlich gedrückt bei mir, da ist mir ein bisschen rauf vor Augen geworden. Aber es passiert bei mir relativ schnell. Es hat nichts zu heißen, dass das schlimm ist bei der Bahn. Ja, die haben wir jetzt gemacht, nächster Count. Und dann machen wir jetzt die Flawless Coaster. Ja, das, was jetzt am nächsten ist. Ne? Das, was am nächsten ist, machen wir jetzt. Das ist immer eine gute Idee. Wir haben uns jetzt für eine Runde mit dem Gold Striker entschieden, der GCI Holzachterbahn. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich freue mich eigentlich am meisten die ganze Zeit schon hier. Endlich ein Buddy, ne? Endlich mal ein richtiger Buddy, der so richtig ballert drauf. Mal schauen. Ja. Die Bahn fährt zwar, aber ohne Passagiere gerade. Man darf gerade nicht mitfahren, irgendeine Störung machen, Testfahrten. Aber ich hoffe mal, dass es bald hier weitergeht. Dann machen wir jetzt erstmal den Trailblazer. Wie heißt das Ding? Trailblazer oder Patriot. Ja, eins von beiden. Die sind auf jeden Fall noch jetzt als nächstes dran. Die Einschienenbahn oder halt Patriot, den Flawless Coaster. Genau, die kleine Motorbrake. Haben wir mal gleich direkt zwei Achterbahnen hintereinander genommen. Einmal Railblazer. Eine gute und eine schlechte. Railblazer war richtig geil, richtig viel Airtime. War wirklich geiles Ding. Was könntest du mal in Deutschland noch bauen? Ja, das war richtig geil. So auf einer Schiene nur und richtig steil hoch und runter ständig. Mega Power und ja, das war schon echt genial. War einfach irgendwie verrückt, das Ding. Ja, sehr verrückt. Und dann sind wir Patriot gefahren, den B&M Flawless Coaster. Oh. Ich habe gleich Kopfschmerzen, wenn ich zugehen wieder. Boah, der war echt, also, er hat mich so ein bisschen erinnert an eine Puppeligen Nekoma Python Verschlag. Also so eine Looping Nekoma. Ja, SLC. Ja. Ja, war auch nicht gut wieder irgendwie. Auch gestern der Flawless war ja schon nicht so geil, heute auch nicht. Man muss halt nicht alles mögen. Nein, man muss nicht alles mögen. So, und ich dachte eigentlich, dass der RMC die Holzachterbahn gefahren ist, aber jetzt ist er wieder leer gerade. Wir können ja nochmal am Eingang gucken einfach. Aber es gehen Leute rein. Ja, stimmt. Dann können wir ja zum Fastpass-Eingang gehen. Na gut, wir gucken mal, ob die Holzachterbahn jetzt endlich fährt.
Striker? Von dem Gold, Gold Striker. Gold Striker hat mir mein Fett in den Schädel gestrikt. Ja. Ei, ich habe Kopfschmerzen. Ich bin ja eigentlich sonst Gutes von GCI Woodies gewohnt. Aber das Ding, das schlägt ja alle Knochen. Ja, also nee. Vollste Entgleisung, denkt man zwischendurch. Eieiei. Stellt euch einen steilen Abhang vor, ihr sitzt in einem alten Zug, der Zug ist im Gleis, die Schienen sind nicht mehr existent und ihr fahrt nur noch über diese Holzdinger da. Ich habe schon nach der ersten Kurve gesagt, das kann ja was geben, bevor wir auf den Lift hier hochgefahren sind. Und also das Ding war echt sterben. Ja, also die fährt sich sehr rough, sagen wir mal. Rough. Ja, also Wodan und Troy sind da ein Gedicht gegen. Absolut. Super Bahnen. Die fallen sowas ja. Aber es ist wieder mal hier der Gemecker auf hohem Niveau natürlich. Ja. Ich habe jetzt da drei Achterbahnen hintereinander, leichte Kopfschmerzen. Vor allem drei wilde. Ja. Und deswegen suchen wir uns jetzt ein schönes Plätzchen. Ja, und trinken noch was. Trinken noch was, ja. Gehen wir gleich da hinten wieder hin, ne? Ich auch ja. Wahrscheinlich. Andere Punkt gibt es ja wahrscheinlich auch nicht, um hier Bier zu kriegen. Nö, und da war viel Platz. Ja, gehen wir da hin. Also ihr Lieben, wir erfrischen uns jetzt erstmal, nachdem wir ganz, ganz krass hier durchgeballert worden sind. Oh. Wo ist dieser andere Kaum? So, nach langem Anstehen an dem an der Theke hier. Waren irgendwie noch 20 Kinder geführt vor uns. Ja, das Problem ist, dass die da halt Slush verkaufen. Ja, die wollen alle. Und so großen Bottich, ne? Und dann können sich die Kinder nicht entscheiden, nachdem sie endlich einen Bottich gekriegt haben, der auch aus dem Lager geholt werden musste, was für eine Sorte sie denn gerne hätten. Hat ewig gedauert, bis wir hier unser Modelo Especial und Alex hat einen Kursleit. Es hätte noch länger gedauert, hätten die nicht, auf einmal sind zwei Kollegen noch gekommen und haben noch Kasse Nummer 2 und Kasse Nummer 3 geöffnet. So ist es gewesen. Jetzt können wir genießen und sitzen gemütlich hier in der Sonne und im Halbschatten. Genau. Wenn man nicht alle Counts durch, ja. Bis auf die, die nicht wollen. Ja. Und eventuell ein Kiddie Coaster. Der ist noch zu holen, aber sonst haben wir alles. Müssen wir gucken, wo der Kiddie Coaster ist und ob wir den überfahren dürfen. Ja, mal schauen, werden wir sehen. Aber bis dahin zum Wohl. So, nachdem wir uns das Bierchen gezischt haben, ist auch entspannt. Die Kopfschmerzen sind ein bisschen besser geworden jetzt. Ja, ist ja geholfen. Jetzt versuchen wir nochmal die letzte Bahn zu fahren, die wir noch fahren können hier. Und zwar den. Können wir Basketbälle gewinnen hier? Toll. Ich muss Basketball werfen, um welche zu gewinnen. Dann kaufe ich mir lieber für 10 Dollar so einen billigen Ball selbst. Egal. Jetzt gehen wir zum Woodstock. Genau, wieder kleine Woodstock von Snoopy. Woodstock Express im Snoopy Land. Mal gucken, ob wir den jetzt finden, weil wir sind durch den Feld vorhin schon wieder. Ich glaube, wir sind nur falsch, haben nicht geguckt richtig. Aber ist eine Interminbahn, die sollten wir auch fahren dürfen. Nicht so wie den kleinen. Ja, das sah schon so aus, als wenn auch Erwachsene ja. fahren können. Das machen wir dann jetzt erstmal. Und hier ist auch der Freefall Tower. Man muss am Eingang direkt rechts abbiegen vom Snoopy Land. Und sich nicht von Snoopy ablenken lassen. Genau, nicht von Snoopy ablenken. Da ist der Woodstock Express Eingang. Haben die auch einen Fastlane Eingang? Weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass da viel los ist. Ich glaube auch nicht. Wirkt nicht so. Überhaupt? Ich guck mal auf die App jetzt. Ein Mülleimer vor dem Eingang sagt nichts Gutes aus. Die Bahn ist auch nicht offen. Alex, was soll das denn? Cannot ride. Ja, die Bahn ist zu, ja. Gut. Was machen wir denn jetzt noch? Weiß ich nicht. Was machen wir denn jetzt noch? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Was haben wir uns jetzt gekauft, Alex? Ein Pot Jelly. Und ein Churro. Mal sehen, ob der schmeckt. Wir probieren den jetzt. Den probieren wir jetzt. So. Aha. Mhm. Ist
interessant. Lecker. Und schön. Voilà. Kann man essen. Ja, hier ist irgendwie noch so ein 4D Holographic Journey Theater. Mass Effect New Earth. Keine Ahnung, was das ist. 4D-Kino vielleicht. Hat aber auch nicht auf. Also können wir auch gar nicht ausprobieren. So, wir bewegen uns dann schon mal wieder Richtung Ausgang jetzt. Aber wir gehen vorher noch mal in den Shop. Weil wir haben jetzt auch nicht alles hier gemacht, was wir machen wollten. Und vier Achterbahnen gingen ja nicht zu fahren. Ja. So, wollten nicht, sind down. Was soll's, 7 haben wir mitgenommen, ist auch in Ordnung. Und dann 11. Und ja, wir gehen nochmal zum Shop jetzt. Erstmal vorne am Eingang. Und Alex, überlegst du dir was zu kaufen? Nee, aber schade, dass das nicht 79 eröffnet wurde, ne? Ja. Alle, die es wissen wollen, ich bin 79 geboren. Deshalb wäre es 1979 cooler gewesen, aber ich hätte es mir wahrscheinlich trotzdem nicht gekauft. Oh, guck mal, Spirit Jersey. Outest du dich jetzt als Disney-Fan? Ich weiß nicht, was du meinst. Und Gold Striker. Ja, der sieht aber zahmer aus. Die scheinen hier Maskottchen zu haben, die einzelnen Attraktionen. Der Bär ist hier Gold Striker-Maskottchen. Was ist denn Linus? Ist das, sieht aus wie Lego, ist es aber nicht, oder was? Ist nachgemacht, ist wahrscheinlich. Okay. Aber sieht echt aus wie Lego, oder? Mhm. Hier ist kein Lego drauf. Ja, jetzt haben wir gerade den California's Great America, so heißt der Park. Haben wir jetzt verlassen, wir haben alles gemacht, was ging. Wir waren jetzt fast noch die ganze Zeit, wir waren von der Opening, also von der Eröffnung, bis fast eine Stunde vor Schluss jetzt hier. Genau, macht ja eh früher. Ja, und wir haben alles geschafft, macht jetzt keinen Sinn, noch da weiter rumzuhängen. Ja, aber wir gehen jetzt rüber zu unserem Hotel, ist ja klar, eine Viertelstunde Fußmarsch nur. Und da gehen wir dann nochmal jetzt erstmal wahrscheinlich erstmal an der Erfrischung trinken mal wieder. Das ist nämlich günstiger. Da ist es wesentlich günstiger als hier. Und wir werden euch dann nachher noch unser Fazit sagen von dem Park hier. Ob es sich lohnt, ihn zu besuchen oder nicht, das erfahrt ihr dann gleich noch. Also, ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Stay tuned. Stay tuned. Ja, jetzt haben wir gerade noch ein Bierchen getrunken in der Bar und lecker gegessen. Ja, das war schon der Tag jetzt hier in Santa Clara mit im California's Great America Park. Ja, wie fand sie ihn denn? Ich fand ihn eigentlich sehr gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Einige Rides waren mehr als bumpy.
Ja, allerdings. Aber auch coole Rides waren dabei, die man nicht so kennt. Und wie vor Railblazer. Allem Railblazer, diese Einschienen-Achterbahn. Monorail-Achterbahn. Und das Lustige ist, ich habe tatsächlich, ich habe vorhin im Park noch gesagt zu Peter, boah, sowas müsste es auch bei uns irgendwie in der Ecke stehen. Mhm. Und ich habe vorhin in der Bar gelesen, dass so ein Ding 2025 tatsächlich ins Walibi Holland kommen soll. Ja, krass, ne? Also müsste gar nicht hier nach San Jose kommen. Also. Genau, also könnt ihr warten. Also der Park, also mir hat er ganz gut gefallen. Oh, besser auf jeden Fall als gestern Six Flags. Operations teilweise ein wenig langsam, teilweise auch sehr zügig, flott unterwegs. Mitarbeiter aber super freundlich. Ja, und die war gut drauf. Also, und der Park ist mega aufgeräumt und sauber. Sehr sauber aufgeräumt und ja, auch gut organisiert. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also wenn man mal in der Gegend ist und eine Tour macht hier, dann kann man den Park mitnehmen. Macht den lieber als Discovery Kingdom. Ja, macht lieber den als Discovery Kingdom. Wesentlich bessere Wahl. Ja, für uns geht es jetzt morgen nach Anaheim, Los Angeles. Peter ist wieder am Schaukeln, wie so eine Schiffschaukel. Ich muss meine alten Knochen ein bisschen in Bewegung halten. Morgen geht es auf jeden Fall nach Anaheim, bei Los Angeles, da wo auch Disney ist. Und ja, aber wir gehen nicht erst ins Disneyland, sondern wir gehen erstmal zu Knott's Berry Farm. Genau. Ja, und da sehen wir uns dann, ja. Das ist für euch gleich, also im nächsten Video. Für uns ist das erst übermorgen, genau. Weil morgen ist Transfertag, Auto, lange Autofahrt. Das ist langweilig, das interessiert kein Schwein zum Film. Da kommt morgen kein Video, also für euch morgen schon, aber nicht für uns. Sondern erst übermorgen fangen wir wieder an in Anaheim, und zwar bei Knott's Berry Farm. Auch ein sehr schöner Freizeitpark. Den werdet ihr dann auch sehen morgen im nächsten Video. Yes. Also ihr Lieben, ne? Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, ne? Gerne einen Daumen nach oben, das hilft uns sehr weiter. Und falls euch das Video sehr gut gefallen hat, abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und Knott's Berry Farm auch nicht morgen. Also, macht's gut, ne? Tschüss. Tschüss.